Vor der Siemens-Zentrale in München steht im März 2005 ein gefeuerter Manager und protestiert gegen Betrug und Bestechung bei Siemens. Über die Vorwürfe des ehemaligen Siemens-Managers berichtet kurz darauf eine Zeitung. Auftakt zu einer Korruptionsgeschichte ohne Grenzen. Der Mann selbst aber taucht plötzlich ab. Akte Siemens, erstes Kapitel. Liechtenstein. Das kleine Fürstentum ist Schlupfloch für Steuerhinterzieher und Versteck für kriminelle Geldgeschäfte. Beratungsfirmen und Treuhänder in Liechtenstein organisieren Geldflüsse im Auftrag ausländischer Unternehmen. In der Josef-Rheinberger Straße Nummer 24 befindet sich die MKL-Aktiengesellschaft. Der Firmenname steht für Monastiretsky und Kutschew, die beiden russischen Gesellschafter. MKL verfügt über einen Raum mit Schreibtisch und Telefon. Das reicht, um mit dem Siemens-Konzern einen millionenschweren Beratervertrag abzuschließen. MKL hat bei der Verwaltungs- und Privatbank ein Konto. Darauf umgerechnet über 12 Millionen Euro. Geld von Siemens für die beiden Gesellschafter. Monastiretsky und Kutschew sind aber nicht nur Gesellschafter. Sie sind leitende Angestellte des russischen Geheimdienstes. Moskau. Seit den 90er Jahren für Siemens eine der wichtigsten Städte dieser Welt. Siemens bewirbt sich 1990 um die Lieferung von Telefonanlagen. In Moskau ist der Bedarf an Telekommunikation riesengroß. Wenn es aber um die Anschaffung von Telefonanlagen für staatliche Verwaltungen geht, dann ist in Russland der Geheimdienst FAPSI zuständig. FAPSI war mal eine Abteilung des sowjetischen Geheimdienstes KGB. Heute ist sie selbst einer der größten Geheimdienste der Welt. Sie muss auf dem Kauf der Siemens-Telefonanlagen zustimmen. Die Anlagen von Siemens sind den Russen zu teuer und nicht abhörsicher genug. Bei Siemens erfährt man, dass der Geheimdienst sich für den französischen Anbieter Alcatel entscheiden will. Ein Milliardengeschäft droht zu scheitern. Dann aber werden in der Siemens-Niederlassung in Moskau russische Techniker an deutschen Telefonanlagen ausgebildet. Sie werden vorbereitet auf die Installation und Wartung der Telefontechnik mit der Bezeichnung HiCom 300. Für die Konkurrenz völlig unverständlich erhält die Siemens AG den Zuschlag für einen der größten Aufträge der 90er Jahre. Die russische Regierung und sämtliche Verwaltungen in Moskau sollen mit Siemens-Telefonen ausgerüstet werden. Es sind führende Mitglieder des Geheimdienstes FAPSI, die den Auftrag an Siemens vermittelt haben. Die Zustimmung für die Lieferung der HiCom 300 kommt von Monastiretsky und Kutschew, den beiden Gesellschaftern der Beratungsfirma MKL in Liechtenstein. In der Duma, dem russischen Parlament, spricht sich herum, dass die beiden Geheimdienstler ein auffällig luxuriöses Leben führen. Der Abgeordnete Alexander Hinstein erfährt von einer besonders engen Zusammenarbeit zwischen dem Chef der Siemens-Vertretung in Moskau und den beiden russischen Geheimdienstlern. Und er stellt fest, dass der Preis für die Siemens-Telefonanlagen hoch, der Sicherheitsstandard dagegen niedrig ist. Hinstein verfügt über gute Kontakte zum Geheimdienst. Und der spielt dem Abgeordneten Dokumente und Fotos zu. Ich will Ihnen mal ein sehr interessantes Foto zeigen. Ein Foto zu den Verbindungen zwischen Siemens und dem russischen Geheimdienst. Auf dem Foto sieht man den FAPSI-Chef und seinen Kollegen Monastiretsky, der beim Geheimdienst für die Finanzen zuständig war. Sie kommen gerade mit Siemens-Chef Hans Augst von einer Reise aus Deutschland zurück
wo sie den Beratervertrag für Siemens abgeschlossen haben. Als Geheimdienstmitarbeiter waren die beiden russische Militärangehörige und durften gar nicht mit privaten Firmen reisen. Hier wieder Siemens-Chef Hans Augst, das ist eine Dolmetscherin, hinter den Koffern der Kopfer Monasterezki. Die Moskauer Zentrale der FAPSI. Siemens zahlt den Geheimdienstgenerälen Monasterezki und Kutschew für die Vermittlung des Geschäftes umgerechnet über 12 Millionen Euro. Getarnt als Beratervertrag mit der Firma MKL in Liechtenstein. Unterschrieben vom Siemens-Chef in Moskau, Hans Augst. Dem Geschäft auf die Spur kommt Staatsanwalt Pogorelov, der in Sachen Siemens in Deutschland ermittelt. Ich bin nach Dresden gereist, um mit Hilfe der Polizei Siemens-Manager zu befragen. Die Befragung wurde von der deutschen Polizei durchgeführt. Die Antworten wurden übersetzt. Ich erinnere mich, dass wir auch Hans Augst befragt haben. Ich konnte ihm ansehen, dass er nicht die Wahrheit gesagt hatte. Augst war damals der Chef von Siemens Nixdorf in Moskau. Der Parlamentsabgeordnete Hinstein hat die Verbindungen zwischen Siemens und dem Geheimdienst 2 Jahre lang untersucht. Einmal sind Monasterezki und sein Kollege, statt direkt von Deutschland wieder nach Moskau zu fliegen, nach Liechtenstein gefahren. Dort wollten sie nachsehen, ob die Konten der Firma MKL von Siemens aufgefüllt worden sind. Dann passierte etwas Dummes. Auf der Rückreise wurden beide an der Grenze vom französischen Geheimdienst kontrolliert. Und was fand man? Einen Koffer voller Geld. Als sie wieder in Moskau waren, wurden sie verhaftet. Die Franzosen hatten ihre FAPSI-Geheimdienstausweise kopiert und den russischen Behörden übergeben. Siemens-Manager Hans Augst ist dann aus Moskau verschwunden. Die Verhaftung der korrupten Geheimdienstler stört die Siemens-Geschäfte nicht mehr. Die Telefonanlagen wurden meist auf dem Landweg in Lastwagen nach Russland geliefert. Einmal im Geschäft gelingt es Siemens nicht nur Verwaltungen und Regierung, sondern auch Unternehmen wie Gazprom mit dem Festnetzsystem HiCom 300 zu beliefern. Was aber, wenn solche russischen Kunden in Zahlungsschwierigkeiten geraten? Siemens lässt sich das Geschäft mit Russland absichern. Der Konzern beantragt bei der Bundesregierung die sogenannten Hermes-Bürgschaften. Das sind Zahlungsgarantien für den Fall, dass die russischen Kunden nicht zahlen. Sie gehören zum Programm Aufbau Ost und werden nur dann von der Regierung übernommen, wenn die Produktion der Telefonanlagen in den neuen Bundesländern erfolgt. Aber die Anlagen für Russland sind in Westdeutschland gebaut worden, in Witten in Nordrhein-Westfalen. Siemens behauptet gegenüber der Bundesregierung, dass die HiCom 300 in Leipzig und Dresden produziert worden ist und erhält so für das Russlandgeschäft Hermes-Bürgschaften über 105 Millionen Euro. Von all dem hatte der protestierende Siemens-Manager im März 2005 seinen Vorgesetzten erzählt. Auch dem Vorstandsvorsitzenden Klaus Kleinfeld. In einem Brief vom 19. April 2005 kann Kleinfeld über die Siemens-Geschäfte in Russland nachlesen. Kleinfeld aber reagiert auf besondere Weise und übergibt die Sache einem Rechtsanwaltsbüro in Frankfurt. Und das legt dem kritischen Mitarbeiter einen Vertrag zur Unterschrift vor. 60.000 Euro, verteilt über 5 Jahre, will Siemens dem Ex-Manager zahlen. Dafür soll er schweigen. Als Siemens ihm eine Weiterbeschäftigung anbietet, ist von dem Kritiker nichts mehr zu hören. Akte Siemens, 2. Kapitel. In der Siemens-Zentrale erkennt Manager Andreas Klei die Brisanz der Bestechungsgeschäfte. Im Dezember 1999 macht er seine Kollegen der Abteilung Power Generation, zuständig für den Kraftwerksbau, auf ein weiteres Problem aufmerksam. Er warnt vor der amerikanischen Börsenaufsicht und den neuen Bestechungsvorschriften. Mark Piet ist Strafrechtsprofessor und lehrt an der Universität in Basel.
Pete hat einen Auftrag der Vereinten Nationen in New York erhalten. Er soll die Geschäftspraktiken deutscher Unternehmen im Irak untersuchen. Während der Ermittlungen stößt er auch auf Siemens. Auf Geschäfte mit dem Irak, abgeschlossen in den Jahren 1996 bis 2003. Es geht um Geschäfte, die heimlich und im Schatten eines UN-Hilfsprogramms abgeschlossen wurden. Die Aktion der Vereinten Nationen mit dem Namen Oil for Food, Öl für Lebensmittel, soll helfen, die Menschen im Irak mit dem Notwendigsten zu versorgen. Nahrungsmittel und Medizin darf das Land auf dem internationalen Markt kaufen. Dafür erlauben die Vereinten Nationen dem Irak, Öl zu exportieren. Einer soll damit aber keine Geschäfte machen dürfen: Saddam Hussein. Siemens nimmt trotzdem Kontakt mit dem Diktator auf. Unter dem Deckmantel des Hilfsprogramms Öl für Lebensmittel gelingt dem Siemens-Konzern ein Geschäft, das den Menschen nicht hilft. Siemens liefert Saddam Hussein Technik im Wert von 125 Millionen Dollar. Wir wollten das dann genauer wissen und haben insbesondere nachgefragt, ob wir die Personen, die die Verträge unterzeichnet hatten, sehen könnten. Und da wurde uns bedeutet, dass die zwar Mitarbeiter von Siemens waren, aber dass die Firma inzwischen verlassen hätten und dass man leider nicht mehr wisse, wo sie sich befänden. War für uns etwas betrüblich, dass wir genau 2 Stunden brauchten, um die Leute ausfindig zu machen. Und die hatten noch immer die Siemens E-Mail-Adresse und waren auch in Frankreich noch tätig. Und wir haben mit ihnen telefoniert dann anschließend. Pete entdeckt Unterlagen über 1,6 Millionen Dollar Bestechungsgeld, das Siemens an die Regierung Saddam Husseins bezahlt hat, um ins Geschäft zu kommen. Wir können einzelne Transaktionen nachweisen. Bei einzelnen haben wir alle Teile, alle Bausteine, können wir den ganzen sogenannten Paper Trail nachweisen. Bei anderen haben wir einfach das Datum, das zum Beispiel im Ministerium für Elektrizität im Irak oder im Ministerium für Öl das Geld angekommen ist, verbucht ist. Oder am anderen Ort bei der Housing Bank of Jordan eine Zahlung von einem Agenten eingegangen ist. Wir wissen, dass der Agent für Siemens tätig war. Und interessant war insbesondere, dass derselbe Agent für mehrere dieser Siemens-Filialen tätig war. Und da liegt es einigermaßen auf der Hand, jedenfalls die Frage zu stellen, ob das vielleicht abgesprochen war. Der UN-Ermittler konfrontiert Siemens mit Dokumenten über die Lieferung von Turbinen, Transformatoren und Computern in den Irak. Trotzdem, Siemens dementiert die Vorwürfe. Am 17. Oktober 2005 schreibt Siemens an die Vereinten Nationen, eigene Nachforschungen im Konzern hätten nichts ergeben. Siemens sei verwundert und enttäuscht über die ungerechtfertigten Vorwürfe und Schlussfolgerungen der UN-Ermittler. Ich kann mir vorstellen, Siemens ist ein Riesenbetrieb, dass man sich ganz einfach zu stark fühlt, dass man denkt, wir stehen darüber, uns kann eh nichts passieren. Wir haben ja nichts zu verlieren. Akte Siemens, 3. Kapitel. Siemens Geschäftspraktiken konzentrieren sich über Jahre auf Liechtenstein und die Schweiz. Im schweizerischen Zug pflegt Siemens geheime Kontakte zur Krypto AG. Krypto verkauft Chiffriergeräte, Verschlüsselungssysteme, die Computer und Datennetze vor Spionage schützen sollen. Regierungen und Geheimdienste aus aller Welt sind Krypto-Kunden und glauben, es sei ein selbstständiges Unternehmen in der neutralen Schweiz. Bei Krypto im Beirat waren 2 Siemens-Vertreter, die natürlich so die Möglichkeit hatten, sämtliche Vorgänge quasi für sich zur Kenntnis zu bringen und gleichzeitig auch einflussreich waren, was die ganze Strategie und Entwicklung der Krypto betraf. Auf der anderen Seite gab es diese undurchsichtige Eigentümerkonstruktion. Nicht normalerweise, wie es ja der Aufsichtsrat sagt danach, wer sind die Eigentümer. Bei der Krypto waren das ein paar lokale Größen, die mehr so eine Art Repräsentativfunktion hatten. Und daneben verlor sich die Eigentümerstruktur in einer undurchsichtigen Treuhandanstalt auf dem Finanzplatz Liechtenstein.
Strehle entdeckt, dass die Kryptogeräte eigentlich Siemens-Technik sind und schreibt darüber ein Buch mit dem Titel Verschlüsselt. Ein Kunde von Krypto ist auch der Iran. In Teheran arbeitet Anfang der 90er Jahre der Krypto-Vertreter Hans Bühler. Eines Tages wird er auf offener Straße verhaftet. Die iranische Regierung wirft Bühler vor, ein Spion der Amerikaner zu sein. Die Krypto-Chiffriertechnik sei von den USA entschlüsselt worden. Der Krypto-Vertreter muss monatelang ins Gefängnis. Erst gegen ein Lösegeld kommt er frei. Das aber stammt nicht von seinem Arbeitgeber, der Krypto-AG. Herr Bühler, als Sie seinerzeit aus den iranischen Gefängnissen entlassen wurden, wer hat damals die Kaution oder wer hat damals das Lösegeld bezahlt? Ich habe mit meinem früheren Arbeitgeber, der Krypto-AG, eine Vereinbarung getroffen, in welcher wir festgelegt haben, dass der Fall abgeschlossen ist und dass man sich nicht mehr über die Sache äußert. Aber ein bisschen Reklame für das Buch Verschlüsselt kann ich vielleicht machen. Da steht drin, dass Hans Bühler nach seiner Rückkehr Siemens kontaktiert hat, den Herr Wiesner, der war früher Beirat bei Krypto-AG. Und ich kannte ihn von früheren Besuchen in Zug und Vorführungen von den letzten Geräten. Und ich habe ihm telefoniert nach meiner Rückkehr und ihn gefragt, ich habe ihm es in den Mund gelegt und ihm gedankt, dass er sich beteiligt hat an der Zahlung dieser enormen Summe von 1 Million Dollar. Sie haben gesagt, Lösegeld, es war eine Kaution, nicht, dass ich dann zur Urteilsverkündung zurückkam. Ja, und da hat er gesagt, das sei schon in Ordnung. Aus dem muss ich nehmen, dass ja, er sich daran beteiligt hat, was natürlich super war. Denn jetzt kam ich endlich nach 9,5 Monaten Kerker frei. Wissen Sie, was das heißt? 2 auf 3 Meter zu liegen und niemand macht etwas für Sie. Und Ihre Erkenntnisse heute, ja, was die Verbindungen zwischen Siemens und Krypto angehen, entsprechen die denen, die Sie auch damals gewonnen haben? Da hat sich nichts geändert für mich in der Zwischenzeit. Siemens hofft mit dem Freikauf des Kryptovertreters, dass die heimliche Beteiligung an der Krypto-AG unentdeckt bleibt. Der Verkauf von Verschlüsselungstechnik ist ein hochsensibles Geschäft. Siemens darf sie nicht an den Iran verkaufen und umgeht das Embargo über das Unternehmen in der Schweiz. Die Krypto ist damals von ehemaligen Siemens-Leuten geführt worden. Es gab 2 Direktoren hintereinander, die waren aus dem Siemens-Kader. Und das gab natürlich einen starken Bezug und eine starke Abhängigkeit auch von dieser Siemens-Kaderstruktur. Außerdem gab es vom Entwicklungsbereich, also Aussagen eines Entwicklungsingenieurs, dass er praktisch mit seinen Entwicklungsplänen nach Deutschland gehen muss, konkret damals in die Zentralstelle für Chiffrierwesen, und dort seine Pläne vorlegen. Und die wurden dort quasi genehmigt, nicht, ob er die so entwickeln dürfte. Die Genehmigungsstelle in Bonn ist zu dieser Zeit eine Abteilung des BND. Die angeblichen Kryptoprodukte stammen von Siemens und werden vom Bundesnachrichtendienst für die Kunden in aller Welt freigegeben. In der Siemens-Zentrale wird das Verhältnis zur Krypto-AG in der Schweiz streng vertraulich behandelt. Krypto, das ist die heimliche Tochter der Siemens-AG, heißt es hinter vorgehaltener Hand. Es ist die Zeit des Heinrich von Pira. Von Pira ist gerade neuer Vorstandschef von Siemens geworden und wird es 16 Jahre lang bleiben. Wenn er mit Korruptions- und Bestechungsvorwürfen konfrontiert wird, verweigert von Pira jede Aussage. 2 Jahre haben wir uns vergeblich um ein Interview zu den Siemens-Geschäften bemüht. Im Januar 2005 tritt von Pira zurück. Neuer Vorstandsvorsitzender ist Klaus Kleinfeld. Siemens Jahrespressekonferenz im November 2006. Der Konzern hat sich von der Handysparte verabschiedet. 3000 ehemalige Siemens-Mitarbeiter stehen vor der Arbeitslosigkeit. Klaus Kleinfeld referiert Zahlenreihen. 87 Milliarden Euro Umsatz an 290 Standorten in 190 Ländern der Erde. Wenige Tage bevor 200 Polizisten und Steuerfahnder die größte Razzia durchführen werden, die jemals in einem Unternehmen stattgefunden hat, demonstriert Kleinfeld Normalität. Klaus Kleinfeld hat auch weiterhin ein Imageproblem. Denn während seine früheren Mitarbeiter sich Sorgen machen um ihre Existenz,
gönnt sich die Vorstandsriege von Siemens eine Gehaltserhöhung von 30%. Dafür hat die Öffentlichkeit kein Verständnis. Über Entlassungen und zweifelhafte Geschäftspraktiken erfährt der Reporter auf dieser Pressekonferenz nichts. Eine Woche später aber durchsuchen Staatsanwälte die Konzernzentralen von Erlangen und München nach Belegen für Bestechungs- und Korruptionsgeschäfte in aller Welt. Die Unternehmensstrategie zielt auf die Metropolen der Welt. Siemens nennt sie ihre Megastädte, die zu Siemens-Städten werden sollen. Der Konzern setzt vor allem auf Aufträge in Amerika und Asien. Beispiel China. Wenn in Shanghai Krankenhäuser gebaut werden oder es um die Energieversorgung der Stadt geht, dann hat Siemens das Know-how und liefert gleich das ganze Kraftwerk, die komplette Medizintechnik. Wenn es in New York um den U-Bahn-Betrieb, die Wasserversorgung oder die Gebäudetechnik geht, Siemens ist daran beteiligt. In Hongkong liefert Siemens Signalanlagen, Kontrollsysteme und hat den Auftrag für den Neubau des meistbefahrenen Verkehrssystems der Welt. Für 8 Millionen Fahrgäste. Täglich. Die Megastädte der Welt, neben der gelieferten Technik auch mit Wartungsverträgen dauerhaft an Siemens zu binden, das ist die Konzernstrategie. Akte Siemens, viertes Kapitel. Kompetente Unterstützung bei wichtigen Aufgaben, heißt es im Konzern, wenn Siemens über seine Kontakte zu den politisch Mächtigen spricht. Nachdem Heinrich von Pira vom Vorstandschef zum Aufsichtsratsvorsitzenden von Siemens gewechselt hat, ernennt ihn Angela Merkel zu ihrem Berater. Seitdem berät von Pira die Kanzlerin in Sachen Wirtschaftspolitik. Die Beziehungen zwischen Siemens und der CDU sind nicht neu. Februar 2000. 12 Millionen D-Mark in schwarzen Kassen der CDU. Helmut Kohl hat einen Teil davon in bar und persönlich angenommen. Ich habe Spenden entgegengenommen in einem Umfang zwischen 93 und 98, der zwischen 1,5 bis 2 Millionen Mark, die nicht angegeben wurden, weil die Spender ausdrücklich darum gebeten haben. Er habe den Spendern sein Ehrenwort gegeben, sagt Kohl, und will sich bis heute nicht dazu äußern, von wem das Geld stammt. Kohl schweigt auch zu einer Aussage, die sich in den Akten der Bonner Staatsanwaltschaft befindet. Danach habe die Firma Siemens über 8 Millionen D-Mark zur Unterstützung der Regierungspartei CDU an den Schatzmeister Walter Leisler-Kiep weitergeleitet. Wenn Leisler-Kiep sagt, mit Spenden von Siemens nichts zu tun gehabt zu haben, dann spricht er die Unwahrheit, heißt es in der Aussage von Uwe Lüttje, damals enger Vertrauter von Helmut Kohl und Generalbevollmächtigter der CDU-Schatzmeisterei. Lüttje behauptet in einer eidesstattlichen Versicherung, dass er selbst eine der jährlichen Raten der Siemens-Spenden in einem Hotel in Zürich angenommen habe. Neben Leisler-Kiep und Lüttje weiß auch Steuerberater Horst Weihrauch von den schwarzen Kassen der CDU. Auch er nennt Siemens als Spender der Millionen auf ein Konto mit dem Tarnnamen Norfolk. In der Schweiz sei die Übergabe der Parteispenden besprochen worden und in der Schweiz habe Siemens-Manager Selig das Geld ausgehändigt, so die eidesstattlichen Versicherungen von Lüttje und Weihrauch. Über ein Jahr untersucht ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss die Hintergründe des Parteispendenskandals. Volker Neumann war dessen Vorsitzender. Wir glauben, dass die eidesstattlichen Versicherungen von Lüttje deshalb auch richtig sind, weil er zwei ganz konkrete Vorfälle geschildert hat, wo die jährliche Million übergeben worden ist an die CDU. Einer der Vorfälle war der, als Walter Leisler-Kiep ihn in der Schweiz im Hotel in sein Zimmer gerufen hat, die Bettdecke hochgemacht hat und darunter lag 1 Million D-Mark. Und das Geld hat man dann später entweder eingezahlt oder direkt nach Deutschland gebracht.
Und der andere Vorfall war, als das Vorstandsmitglied Selig von Siemens ihm 1 Million gebracht hat mit einer Tasche, die er unter den Tisch gestellt hat und gar nichts gesagt hat, sodass Lütje erst gar nicht wusste, ist das nun die Million oder ist das die Tasche von Selig? Und letztlich hat er sie mitgenommen und da war 1 Million D-Mark drin, die man dann eingezahlt hat. Eingezahlt auf ein Konto, das nach Aussagen von Lütje jährlich mit Siemens-Geldern aufgefüllt wurde. Ja, ich muss das nicht beantworten. Ich habe die Fragen alle drin beantwortet. Ich bin jetzt nicht hierher gekommen, um Ihnen nochmal die gleichen Fragen nochmal zu beantworten. Ich bin der festen Überzeugung, dass diese Gelder auch von einem Konto kamen, weil das Geld immer nur dann einfloss in die CDU-Kasse, wenn es gebraucht wurde. Und vor allen Dingen, weil eine Zahlung, nämlich die letzte Zahlung, in einer krummen Summe in Schweizer Franken eingezahlt wurde oder gebracht wurde. Und kein Mensch, der eine Spende an den Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland gibt eine Summe, die mit Kommazahlen sind, in bar noch dazu, in Schweizer Franken dazu, sondern er gibt eine runde Summe, wie es vorher immer der Fall war. Obwohl ihn auch die eigene Partei auffordert, die Spender zu nennen, schweigt Kohl bis heute. Siemens-Chef von Pira behauptet, von Spenden an die CDU nichts gewusst zu haben. Herr von Pira, den wir vernommen haben, hat zunächst gesagt, dass er von den Dingen nichts weiß. Ich habe aber dann auch festgestellt durch die Vernehmung von anderen Zeugen, dass er sich auch gar nicht darum gekümmert hat, ob Gelder geflossen sind in diesem Umfang. Ich habe das Gefühl gehabt, ihm war es ganz lieb zu sagen, ich wusste davon nichts. Von Pira beantragt für Siemens die Mitgliedschaft in der Antikorruptionsorganisation Transparency International. Einer der Vorsitzenden von Transparency reist mehrmals zum Siemens-Vorstand nach München. Peter von Blomberg will offiziell die Erklärung, dass Siemens nichts mit illegalen Spenden, mit Bestechung und Korruption zu tun hat. Den entscheidenden Mann trifft Blomberg aber nicht. Wir haben ein Gespräch mit Herrn von Pira gesucht, das wir nicht bekommen haben. Herr von Pira hat das an seine Leute dirigiert, sag ich mal. Ja, man fühlt sich an der Nase herumgeführt. Wir sind, wie alle anderen auch, von dem Ausmaß dieser Vorgänge überrascht und geschockiert werden. Ganz ohne Frage. Für uns ist es noch heute letztlich ein Rätsel, wie es so weit hat kommen können. Oder besser gesagt, wie wenig Siemens getan hat nach 1999, um die neue Zeitrechnung, die damit damals begonnen hat, tatsächlich im Unternehmen umzusetzen. Seit Ende der 90er Jahre gelten im internationalen Geschäftsverkehr weltweite Abkommen zur Bekämpfung der Bestechung. Und Siemens, das größte deutsche Unternehmen, verkauft seine Produkte weltweit. Aber es gibt kaum einen Siemens-Geschäftsbereich, der frei von Korruption ist. Ob es sich um Computertomographen für ein Krankenhaus in Moskau oder um Schnellzüge für China handelt, Siemens hat bis heute weltweit mehr als 1,3 Milliarden Euro für Schmiergelder und Bestechung ausgegeben. Siemens-Vorstände bestreiten jahrelang die Bestechungsgeschäfte. Dabei gibt es immer wieder neue Beispiele von kriminellen Praktiken. Beispiel Siemens Power Generation, der Konzernbereich, der Kraftwerksturbinen herstellt und exportiert, auch nach Italien. Akte Siemens, 5. Kapitel. Vor dem Justizgebäude in Mailand. Über 2 Jahre ermittelt der italienische Staatsanwalt Guido Salvini einen bestimmten Fall, den Fall Siemens. Der Ermittler findet Spuren eines illegalen Geschäfts in Dubai, Abu Dhabi, in Liechtenstein und in München. Der staatliche Energieversorger Enel hat Aufträge zum Bau neuer Kraftwerke zu vergeben. Es geht um die Lieferung von Gasturbinen im Wert von über 338 Millionen Euro. Favorit für den Auftrag ist der amerikanische Konzern General Electric. Aber Siemens nutzt seine Vertretung in Mailand auf besondere Weise. 2 Siemens-Manager treffen sich zu konspirativen Gesprächen mit Vertretern von Enel. Sie haben sich in einem Restaurant in Mailand getroffen.
um über die Einzelheiten des Geschäfts zu reden. Allein für ein Kraftwerk in Sardinien sollten Turbinen im Wert von 200 Millionen Euro geliefert werden. Aber die Vertreter von Enel haben den Siemens-Managern erzählt, dass der Auftrag vermutlich an den amerikanischen Konzern General Electric vergeben würde. Und dann haben die Italiener angedeutet, dass Siemens den Auftrag unter Umständen doch bekommen könne. An diesem Abend haben sie sich auf 6 Millionen Euro geeinigt. Siemens überweist 6 Millionen Euro Bestechungsgelder, die in dem Restaurant vereinbart wurden, getarnt als Sponsorengelder an die Enel-Manager, bis Staatsanwalt Salvini sie überführen kann. La Siemens, che ha dovuto pagare una pena pecuniaria di mezzo milione di euro. Mit Siemens ist es das erste Mal, dass ein multinationaler Konzern nach italienischem Recht in Italien verurteilt werden konnte. Siemens musste eine 500.000 Euro Bußgeld bezahlen. Die 6 Millionen Euro Bestechungsgelder wurden konfisziert. Siemens muss die durch das Bestechungsgeschäft gelieferten Turbinen kostenlos warten und notfalls kostenlos reparieren. Und Siemens ist ein Jahr lang gesperrt für alle öffentlichen Aufträge in Italien. Amministrazione italiana per un anno. Von den Schmiergeldgeschäften beim Verkauf der Turbinen wissen die, die sie herstellen, natürlich nichts. Bei Siemens Power Generation wird immer dann, wenn wieder eine der riesigen Kraftwerksturbinen fertiggestellt wird, gefeiert. Dann ist Musik zu hören in der Produktionshalle. Oft im Jahr passiert das nicht, denn der Bau einer Gasturbine dauert Monate. Immer dann, wenn eine dieser über 200 Tonnen schweren Stromproduzenten zur Auslieferung fertiggestellt ist, herrscht eine besondere Stimmung unter den Arbeitern und Technikern. Dann kommt so etwas wie Stolz zum Ausdruck, dazu zu gehören, Siemensianer zu sein. Jede Auslieferung wird von den Mitarbeitern als Verabschiedung zelebriert. Wir verabschieden heute die Auftragsnummer 80678 und wer möchte, kann wie immer gerne unten noch sein Zeichen zur Verabschiedung auf der Maschine verewigen. Siemens Turbinen werden in aller Welt eingesetzt. Nur nach Schweden werden sie jahrelang nicht geliefert. Und auch daran hat Siemens einen Anteil. Akte Siemens, sechstes Kapitel. Das Atomkraftwerksgelände im schwedischen Forsmark. Schweden ist in den 90er Jahren ein boomender Markt für alle, die Kraftwerke produzieren. Schweden muss Kraftwerke importieren, weil das Land selbst über keine Schwerindustrie verfügt. Lars Olof Höglund arbeitet zu dieser Zeit als Verkaufsagent für Siemens. Seine Aufgabe? Aufträge zur Lieferung von Kraftwerkstechnik und Turbinen zu vermitteln. Die Geschäfte laufen gut. Plötzlich scheint Siemens aber kein Interesse mehr am Verkauf seiner Kraftwerkstechnik zu haben. Nach einer Weile haben wir gemerkt, alles das, was die Kunden gerne kaufen wollten, da wollte Siemens sich nicht die Mühe machen und so solche Angebote zu unterbreiten. Wir hätten sogar ein ganzes Atomkraftwerk ohne Probleme verkaufen können im Rahmen von diesem Vertrag. Statt Siemens liefern Konkurrenten die entsprechende Technik. Höglund fragt bei Siemens nach, warum sie den schwedischen Markt freiwillig der Konkurrenz überlassen. Statt Erklärungen kündigt man seinen Vertrag und trifft eine Übereinkunft, verbunden mit einer Abfindung. Wir dürfen es nicht erwähnen, wir dürfen es nicht mal andeuten, was der Grund war, dass Siemens nicht alles vermarkten wollten in Schweden. Also ich kann da vorlesen, was in einem Paragraph in unserem Settlement Agreement steht. Mr. Höglund and Mr. Lindberg undertake to refrain from making any statement. Lars Olof Höglund verpflichtet sich, jede Erklärung zu unterlassen, in der behauptet wird, dass Siemens bei seinen Geschäften gegen das schwedische oder europäische Wettbewerbsrecht oder gegen das schwedische Strafrecht verstoßen habe. Any activities contrary to Swedish and or European competition law or Swedish criminal law.
Und laut diesem Paragraph darf ich weder Andeutungen oder erst recht nichts, keine Details erzählen von unseren Vermutungen. Die Europäische Union in Brüssel beschäftigt sich seit Jahren mit den Geschäftsmethoden von Siemens. Was in Schweden Verdacht ist, können die Ermittler der Europäischen Wettbewerbsbehörde anderswo beweisen. Sie durchforsten die Geschäftsberichte von Siemens und werden fündig. Kartellbildung, Preisabsprachen mit Konkurrenten. Was in Deutschland nicht möglich ist, schafft das europäische Wettbewerbsrecht, nämlich ein Unternehmen zu bestrafen. Die Kommission der Europäischen Union verhängt die bisher größte Geldbuße, die Brüssel jemals einem Unternehmen auferlegt hat. 400 Millionen Euro. Was den Vorstandsmitgliedern drohen könnte, ist Thema von Professor Theisen, Fachmann für Unternehmensorganisation an der Universität München. Seine Auffassung zu der Behauptung des Vorstands, er habe nichts gewusst, ist eindeutig. Ich halte es für ausgeschlossen, dass er das nicht gewusst hat. Er hätte es wissen müssen jedenfalls. Das heißt, entweder sagt er nur jetzt, er weiß es nicht mehr, weil er Angst hat vor strafrechtlicher Verfolgung. Oder aber er hat es wirklich nicht gewusst, dann hat er aber ein Organisationsproblem. Denn die oberste Aufgabe zumindest des Vorstandsvorsitzenden ist, seine Information, die wichtigen Informationen, entsprechend an ihn rankommen zu lassen. Das heißt eben dafür zu sorgen, dass er darüber informiert wird. Man kann es wenden, wie man will. Entweder hat er es gewusst und schweigt jetzt, oder hat es nicht gewusst und hat einen Organisationsfehler gemacht. Also alles eine Frage der Konzernorganisation? Also die Organisation, das ist schon vorstellbar, denn Siemens hat eine sehr überkommene, aus dem 19. Jahrhundert stammende Organisation mit Dutzenden von Generaldirektoren ohne operative Verantwortung, aber auch ohne Vorstandsrang. Das heißt, die liegen unter dem Vorstand und haben natürlich die Möglichkeit, Informationen abzuschotten. Und es kann schon sein, dass manche sich sozusagen zu kleinen kriminellen Vereinigungen zusammengetan haben und eben diese Informationen nicht durchgelassen haben. Das lässt eine so schlechte Organisation durchaus zu. Akte Siemens, 7. Kapitel. Siemens geht auch im Umgang mit kritischen Mitarbeitern im Unternehmen besondere Wege. Seit Jahren gibt es bei Siemens die AUB, die Arbeitsgemeinschaft unabhängiger Betriebsangehöriger. Sie gibt sich als eine zweite Arbeitnehmerorganisation, als Gegenmodell zur Gewerkschaft. Was die AUB-Mitglieder nicht wissen, die AUB ist von der Siemens-Konzernleitung gegründet worden und von Wilhelm Schelsky, der bis zum Jahre 2007 Vorsitzender der AUB ist. Schelsky kassiert vom Siemens-Vorstand 50 Millionen Euro, offiziell für Beratungstätigkeiten. Aufgefallen ist das, weil er sich selbst bedient hat. Schelsky sitzt seit Februar 2007 in Untersuchungshaft wegen Steuerhinterziehung in Millionenhöhe, mit denen auch die Arbeit der AUB finanziert wurde. Trotzdem will der neue AUB-Vorsitzende von Abhängigkeit und finanzieller Unterstützung durch Siemens nichts wissen. Es bestand gar keine Möglichkeit, sich Entscheidungen zu erkaufen. Bestand keine Möglichkeit. Also der Bundesvorsitzende der AUB hatte gar keine Möglichkeit, einen Einfluss zu nehmen mit den vielen Millionen, die er von Siemens genau, gekriegt hat. Genau. Was hat er mit den Millionen gemacht? Ja, das möchte ich auch wissen. Kann ich nicht, das weiß ich wirklich nicht. Ich habe keine Ahnung. Also Sie sagen, die Millionen, die vom Siemens-Vorstand kamen, sind gar nicht in die AUB geflossen? Nein, kann ich so sagen. Im Januar 2003 will Siemens 360 Mitarbeiter entlassen. Der Betriebsrat legt Widerspruch gegen jeden einzelnen Fall ein. Damit werden die Kündigungen unwirksam. Siemens will sich nicht damit abfinden. Stattdessen gibt es eine Strafanzeige gegen den Betriebsrat. Die aber ist anonym. Betriebsratsvorsitzender Heribert Fieber erfährt, dass ihn Mitarbeiter der Personalabteilung wegen Urkundenfälschung bei den Widersprüchen gegen die Kündigungen angezeigt haben. Zwei Staatsanwälte schlagen die Strafanzeigen nieder. Dann übernimmt die Tochter eines Siemens-Managers den Fall. Die neue Staatsanwältin genehmigt der Siemens-Personalabteilung, Daten von den Computern des Betriebsrates zu sichern. Ein Mitarbeiter der Personalabteilung beschlagnahmt daraufhin insgesamt 70.000 Dateien und nimmt sie von den Festplatten der Betriebsratscomputer. Die Siemens-Führung erhält auf diese Weise Einblick in alle Dateien der Arbeitnehmervertretung.
Das muss man sich mal vergegenwärtigen, was da wirklich passiert ist. Die dritte Staatsanwältin ist ganz zufällig eine Tochter vom Siemens-Direktor, schmeißt alles über den Haufen und sagt, nein, Siemens soll die Daten aufarbeiten für die Staatsanwaltschaft, kümmert sich dann nicht mehr drum, ist 6-7 Monate lang überhaupt nicht interessiert und Siemens nutzt diese Zeit, um Daten auszuwerten und kommt dann erst bei der Staatsanwaltschaft an und sagt, hier haben wir die ausgewerteten Daten. Als Betriebsratsvorsitzender Fieber gegen die 360 Kündigungen protestiert, tauchen in München plötzlich ganze Plakatwände mit persönlichen Angriffen gegen ihn auf. Die Werbeflächen sind von der AUB gemietet worden, finanziert mit Siemens-Geldern über den AUB-Vorsitzenden Wilhelm Schelsky. Es gab AUB-Mitglieder, die ausgeschieden sind aus dem Betriebsrat, die dann hinterher Personalleiter wurden und auch eine steile Karriere vor sich hatten, die leitende Angestellte wurden. Also von daher hat man gemerkt, sie sind ganz einfach ein integraler Bestandteil der Siemens AG. Akte Siemens, letztes Kapitel. München, 24. Januar 2008. Tausende Kleinaktionäre auf dem Weg zur Hauptversammlung der Siemens AG. Am Morgen sind neue Einzelheiten zu den Bestechungsgeschäften bekannt geworden. Die Vertreterin der Kleinaktionäre fordert Vorstand und Aufsichtsrat nicht zu entlassen. Weil jetzt haben wir schwarz auf weiß, dass bis in den Vorstand hinein bekannt war, dass hier Korruption herrscht. Und wie bewerten Sie das? Ja, es ist schlimm. Schlimmer kann es gar nicht werden. Und jetzt stellt sich natürlich jeder auch die Frage, wusste dann der Aufsichtsrat auch etwas? Es ist ein guter Schritt in die richtige Richtung, dass man jetzt die Entlastung des Vorstandes vertagt. Aber wir fordern, dass auch der Aufsichtsrat im Moment nicht entlastet wird, dass man auch hier die Vertagung beantragt, weil wir einfach davon ausgehen, dass immer noch etwas hochkommen kann. Die Meinung zu den Bestechungsvorwürfen unter den Kleinaktionären ist geteilt. Am Ende ist es der Aktienkurs, der zählt. Wenn Ihnen der Vorstand heute sagt, 12% Dividende, aber nur dann, wenn die Bestechungsgeschäfte weiterlaufen können, würden Sie das Geschäft annehmen? Nee. Absolut nicht. Ich wäre einverstanden. Sie wären einverstanden. Fragen Sie mich auch, warum? Mit 12? Weil ich die Kohle in der Tasche habe. Ja, nehmen würde ich es, diese 12%. Glauben Sie, dass man noch im Ausland was verkaufen kann, wenn nicht vorher was geht? Ich weiß es nicht. Wollen Sie damit sagen, Spielgelder sind notwendig? Das würde ich nicht sagen. Man muss natürlich dazu sagen, dass sämtliche Großfirmen oder auch kleine Handwerksfirmen in Korruptionen verstrickt sind. Leider, leider wird es weltweit so praktiziert. In den USA sind die Antikorruptionsregeln besonders streng. Auch an der Börse in der Wall Street von New York sind Siemens-Aktien notiert. Daher unterliegt das Unternehmen den Vorschriften der amerikanischen Börsenaufsicht SEC. Seit Monaten prüfen Ermittler der SEC das Ausmaß der Korruptionsgeschäfte bei Siemens. Siemens-Manager fliegen fast wöchentlich nach New York, um über das Strafmaß zu verhandeln. Was droht, sind Geldstrafen in Milliardenhöhe und das Verbot für Siemens in den USA Geschäfte zu machen. Was aber droht den Mitgliedern des Vorstands und des Aufsichtsrats? Die Siemens-Spitzenmanager, die in den entscheidenden Zeiträumen für die Geschäftspraktiken des Konzerns verantwortlich waren, haben sich inzwischen von Siemens verabschiedet. Heinrich von Pira, der den Konzern 16 Jahre lang geführt hat, tritt am Ende auch als Vorsitzender des Aufsichtsrats zurück. Sein Nachfolger, Vorstandsvorsitzender Klaus Kleinfeld, hat den Konzern ebenfalls verlassen. Bis heute behaupten beide, nichts von schwarzen Kassen, Bestechungs- und Korruptionsgeldern gewusst zu haben. Die Staatsanwälte und Ermittler gehen dabei aus von 1,5 Milliarden Euro.